So, da sind wir wieder. Ich hatte wieder eine kurze Aufnahmepause. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mal ins Walkthrough reingeschnuppert zu diesem Level, weil mich dieser Level, beziehungsweise ich habe schon einmal ins Walkthrough reingeschnuppert bei einem Level. Und zwar bei dem einen, wo ich wirklich fast eine Stunde dran verzweifelt bin. So, was wir jetzt mal eben resetten, ist den Level. So. Gut, er ist resettet. Und jetzt, ich habe mir das hier öfters angeguckt. Das Walkthrough zu diesem Level. Und glaub mir, holy moly. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin zwar ein guter Portal-Spieler, ja. Aber auf so etwas wäre ich nie gekommen. Und ich habe mir auch schon ein paar Rezensionen, naja, nicht Rezensionen, sondern Videos angeguckt. Und alle sagen, dass dieser, das Portal Story Smelt selbst könnenden Profis dieser Spielereihe Weinattacken bringt. So, jetzt, also, ich habe kurz das Walkthrough laufen, damit wir zumindest mal in den nächsten Level kommen. Also, das war schon mal richtig bis jetzt. Ein paar Sekunden vorspulen. So, er fliegt drüber. Also, er stellt sich da drauf. Und er schießt dort ein Portal hin und dort eins hin. Hol den hier rüber. Das ist jetzt übrigens von Harry101 UK, falls ihr es wissen wollt. So. Gut, dann geht er hier rüber. Holt sich den hier runter. Er holt sich dann. Oh, ich bin so kindisch. So, er nimmt ihn mit nach unten. Und packt ihn nach da. Das ist er. Nach dort oben. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung also. So. Den stellt er da drauf. Und lässt also erst nochmal wieder nach oben. Nimmt sich das hier. Warte, wobei wir nehmen lieber den. Gut. Dann nimmt er sich das. Das. Und dann nimmt er das. So, und jetzt muss ich schnell reagieren. Okay. Und wir haben was falsch gemacht. Nochmal.
da hoch. So. Der muss mit nach oben. So. Der kommt darauf. Und jetzt noch einmal ein paar Sekunden zurückspulen. Seht ihr, selbst mit diesem Walkthrough verzweifle ich. So, da holt er sich den Cube. Er geht hoch. Also holt er sich erst nochmal. Also er holt sich den erst so darüber. Der kommt erstmal bis zum noch einmal. So, jetzt lasse ich ihn erstmal da durch. Jetzt so. Okay. Jetzt ganz schnell. Ah, endlich. Und wenn ich... I got some control again. There's another lift transfer down below. Hold on. Activating the elevator. Now. Jetzt überlegt mal, ihr müsst... Rerouting remaining servers to biological tracking. Target lost. Jetzt, und jetzt überlegt mal, ihr müsst das so herausfinden. Don't expect this to get any easier now. Keep going. There's an easy test track up ahead. Maybe you can gain some ground on it. Jetzt geht's in die einfache Teststrecke. Ja, und jetzt... ich habe gar nicht gemerkt, dass ich mein Mikrofon so weit weg hatte. Schön, ne? Und jetzt überlegt mal, ihr müsst das so herausfinden. Da kommt man doch gar nicht drauf. So. Nächster Test. So, you can handle a lot of harder tests. This is a brand new introduction track, designed for new test subjects. You should do this really quickly. I've got a plan. Mel, over here! Change of plans. I found a panel that I can move out of the way. Portal down to that catwalk in the distance. I'll tell you more there. So. So, I was thinking. If this computer has scanners searching for biological substances, maybe there can be some interference? You know, with things like plants. There's an overgrown testing track across the facility that hasn't been converted yet. If we can get there, yeah. I think we can confuse it. This again. You can't even open the door. Unbelievable. I gotta do everything around here. Perfect. Just perfect. The button's blown a fuse. Maybe if you get up to an upper level, you can get the elevator. So. All right, listen.
I was able to hack into that system and run a basic diagnostic before I got booted. Bekannt als das Aperture Employee Guardian. As the Aperture Employee Guardian. Er sieht aus wie ein Sicherheitssprecher, der die Wissenschaftler schützt, die sich ins System anmelden. It looks to be a security mainframe, trying to protect the scientists logged into its system. It hasn't been turned on in decades. Maybe that's why it's after us, and whatever that last threat is. Maybe it thinks we killed the scientists. Das war aber GLaDOS. Obwohl, jetzt ist die Frage, ob er nach uns sucht. Aber er sagt ja auch einen organischen und einen mechanischen. Vielleicht redet er auch von Wheatley und von Chell. I finally got access to some schematics of this place. I can guide you to that overgrown testing track now to cover our tracks. Head through the corridor to the left. Should take you through the work in progress test chambers. Why on earth is it always such a problem to get from point A to point B when you're outside of the testing tracks? That red laser on the wall seems to be controlling that door. You should probably find a way to block it. Hoopy the hoop. You should find a way to stop it. Also brauchen wir irgendetwas, womit man einen Strahl blockiert. Ja, durch den Test sind wir ja schon gegangen. So. Saving. Ist natürlich die Frage, wo wir lang müssen. Müssen wir hier lang? Great. Through there is a crappy backstop chamber GLaDOS was designing before her demise. Never finished, but it should at least be working. Warte, GLaDOS finished? Habe ich das? Und er redet wieder von viel einfacheren Tests. Und wahrscheinlich wird auch dieser Test mich wieder so verwirren. Opening panels near biological target. Error. Error. Bit bottom detected. Subroutines unable to control. You dodged a bullet on that one. I told you to be careful. Next time might not be so forgiving. Gut, da kommen wir nicht durch. So komme ich aber auf jeden Fall rüber. Ah,
So kriegen wir zumindest schon mal den Cube rüber. So. So, zumindest komme ich so schon mal wieder rüber. Nochmal. Und zurück. Gut. So. Komme ich wieder da hoch. Okay. Lasst uns eine Regel einführen. Wenn ich 30 Minuten mit dem Test verbringe, ohne ihn zu lösen, schauen wir uns die Komplettlösung an. Habe ich es jetzt möglicherweise schon versaut? Da darf ich nicht durch. So, ne. Ne, ich glaube, ich kann den Level schon nicht mehr schaffen. Ich habe mich hier eingesperrt. Ja, möglicherweise hilft mir das ja. Also, legen wir den mal. So.
So kriege ich nämlich den Cube erstmal rüber. Ich hab's. Okay, ich muss den Level einmal neu starten. Das heißt, einmal sterben bitte. Das geht schneller. Wir gehen einfach einmal da und tot. Ich glaube den. Ja, diesmal habe ich wirklich nicht ins Walkthrough reingeguckt. Aber ich habe da so eine Idee. Einen Moment. So. Gut, da muss ich mal kurz die Maus schalten, weil die Leute merken es anscheinend immer noch nicht. Dadurch sterbe ich auch. Kann ich den Level noch einmal komplett zurücksetzen? Wenn ich auf Laden gehe, hätte ich einen von... Nein. Ach so, komme ich wieder rüber. Auch wenn ich das Portal da gar nicht gesetzt habe. Gut, einmal hoch. Gut. Ach nee, in dem Moment wird es ja dahin geleitet. Also muss ich doch schon darüber. So. Gut, 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 gut. So. Gut. So. Jetzt einmal drunter her. Jetzt wegnehmen. Thank you.
Und zwar muss ich gleich die Klötze aufeinander stellen, aber dazu muss ich den erstmal aktivieren. Aber ich krieg nur einen Würfel, ne? Wie bin ich denn gerade nochmal? Ach so, ja. So komme ich darüber. Gut. So. 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 Jetzt brauche ich im Prinzip den Cube hier drüben. So. Jetzt brauche ich im Prinzip beide drüben. Ach nee, ich habe eine Idee. Ja, das wird so klappen. Kriege ich den aber so? Nein. So, so. Den brauche ich nämlich auf jeden Fall schon mal hier. Und jetzt muss ich erstmal hier rüberkommen. So. Packen wir das dahin. Das dahin. Okay. Und wir müssen nach links springen. Gut. Jetzt nehme ich den hier nämlich mit. Nochmal aktivieren. So. Dann nehme ich mir das hier mit. So, komm hier rüber. Geh jetzt dorthin. Stelle den hier unter den Strahl. Gehe so, nimm mir den. Pack den da drauf. Im Gegensatz zu den anderen Leveln war der jetzt
einigermaßen einfach. He thinks you're going to use the elevator? No! What are you doing? It's going to kill you! Target captured. Neutralizing. Was macht er denn jetzt? Ich würde es gern wissen. Ach. Okay. Er redet also doch über uns und nicht über Chell und Wheatley. Indicate target in elevator shaft. Activating trap elevator. He thinks you're going to use the elevator? No! What? Well, he's in for a nice surprise. There are tubes on the side you can use to get towards the overall testing rack. Gehen wir mal hoch. Ne, hoch scheint falsch zu sein. Ne, hoch ist doch richtig, aber dann zur Seite springen. Dann nicht. Also diese Teststrecke war anscheinend noch nicht fertiggestellt. So wie ich Wheatley und Virgil verstanden habe. Alright, this next test chamber is still under construction. Generally they need to be tested at least 3 times before they're finalized. Some people just can't count further than that, I guess. So. Also noch einmal. So. Ach so, ja. Was macht das? Feststofflichtbrücke, wo denn? Wieso hast du mir jetzt eine tödliche Brücke gegeben? Ach so, da. Also ich muss ganz schnell nach hinten rein. Gut, die hätten wir abgeschaltet. Cube.
it's only test difficulty this time? I'm sure you can handle it. Just make sure to dodge the Weiche einfach den Kugeln aus. So einfach wird's dieses Mal, glaube ich, nicht. Hat die sich jetzt bewegt oder was ist da gewesen? Also dieses Mal brauche ich keinen Walkthrough. Test is successfully completed. Resetting execution. Increasing test difficulty. Oh, it's only test difficulty this time? I'm sure you can handle it. Just make sure to dodge the bullets again. Weiche einfach wieder den Kugeln aus. So. So, verschwinde. Gut. Jetzt geht er ganz bis zum Ende. Jetzt fährt er einen Schritt herunter. Gut. So. Und wenn ich jetzt so mache, müsste er eigentlich mich gehen lassen. Jupp. Organic threat escaping new test chamber. Escape contingency not in place. Alright, good. Looks like it doesn't know where the elevator is heading to. Up ahead are the overgrown parts of the facility. I can try to reroute the elevator again if it holds up. There is an office area nearby from the same time period when Aegis was first installed. Maybe we can get some information from there. Press any key to continue. Gut. Komm schon. Virgil, leite diesen Aufzug um.
when a test subject destroyed her, this whole place fell into disrepair. I don't exactly know if everything is working. Sie zerstört hat, verfiel die ganze Einrichtung. Ich weiß zwar nicht, ob hier alles noch funktioniert, aber wir haben keine Wahl. Tracking on target failed. Heavy organic interference. Ah, it worked. It's blind here. Hier ist er blind. No. There's some stuff here blocking the path for the elevator. Hold on for emergency brakes. Just climb on out of here and let's get moving. Okay. That was close. You could have been in there. Oh, wait, you just were. Okay. Das war's jetzt aber erstmal für diese Folge. Wir gucken mal, ob wir Aegis besiegen können. Und ich würde sagen, bis dahin und bye bye.